Willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Wir leben in einer Wohlstandsillusion, warnt der Ökonom Daniel Stelter. Welche Gefahren uns drohen und welche Aufgaben die Politik jetzt angehen muss, damit wir ein reiches Land bleiben, darüber will ich nun mit ihm reden. Hallo Herr Stelter. Ja, danke für die Einladung. Die Politik greift ja gerade immer stärker in die Wirtschaft ein. Die Energiepolitik ist da nur ein Beispiel. Erleben wir gerade ein Comeback der Planwirtschaft durch die Hintertür? Also Hintertür ist schon fast untertrieben. Ich meine, das ist schon sehr offensichtlich. Und wenn Herr Altmaier sich hinsetzt im Fernsehen und sagt, ja, er strebt an, die CO2-Einsparung der nächsten 30 Jahre pro Jahr festzulegen, plus auch noch pro Sektor, also Gebäude, Verkehr, Industrie, das sozusagen vorzugeben und das noch zu verbinden mit einer Klimagarantie, also Erreichung der Klimaziele und einer Wirtschaftsgarantie, Erreichung der Wirtschaftsziele, da denke ich mir natürlich schon so, naja, die Planwirtschaftler der DDR sind da echt neidisch, was er sich da vorgenommen hat. Das ist in der Tat ein sehr staatsgläubiger und interventionistischer Ansatz. Vielleicht ganz klar, um es auch den Zuschauern nochmal deutlich zu machen, ich bin überhaupt nicht gegen eine aktive Rolle des Staates. Ich bin auch für einen starken Staat. Stark heißt aber nicht unbedingt groß. Und stark heißt wirklich intelligent Rahmen setzen. Und das hat eben was damit zu tun, wenn man eben zurücknimmt und sagt, wir geben eben Rahmenbedingungen vor, wir machen eben CO2-Abgaben und ähnliches und lassen dann den Markt entscheiden, wie das erreicht wird, statt vorzugeben, wir verbieten jetzt bestimmte Technologien. Das halte ich für falsch. Und bis jetzt haben die Politiker auch nicht bewiesen, dass sie die besseren Unternehmer sind. Auf dem Immobilienmarkt versucht die Politik ja auch einzugreifen, mit der Mietpreisbremse zum Beispiel. Aber das Gegenteil wird erreicht. Ja, klar, also es ist gut, ja, und vor allem profitieren die Leute davon, die es nicht brauchen. Weil so ein Beispiel im Buch ist ja so, wenn Sie eine Wohnung vermieten wollen, nehmen wir mal für 20 Euro den Quadratmeter, dann haben Sie drei Interessenten. Und dann nehmen Sie sich welchen daraus? Die nehmen sich denjenigen, der am besten bezahlen kann, der solidest ist, der finanziell am solidesten ist als Vermieter. Jetzt kommt der Staat und sagt, nein, du darfst die 20 nehmen, nur 10. Dann haben Sie statt drei Bewerbern 103 Bewerber. Aber derjenige, der die Wohnung bekommt, genau dasselbe wie vorher. Das heißt, es profitiert davon immer derjenige, der es gar nicht braucht. Und deshalb ist es ein schönes Beispiel. Da funktioniert das Ganze nicht, wie man sich erhofft hat, weil man auch zu wenig gebaut hat, das konkret in Berlin. Also muss man noch weitere Maßnahmen ergreifen. Also was wir halt so sehen, ist so eine Interventionsspirale. Wir haben übrigens auch beim Klimaschutz. Ich meine, wir haben, was sehr gut funktioniert, wir haben den Zertifikatehandel für CO2-Zertifikate. Schon länger in der Europäischen Union. Ist eigentlich ein gutes Instrument. Gab zwei Probleme. Sie haben nicht schnell dafür gesorgt, dass die Preise ansteigen, indem sie Zertifikate aus dem Markt nehmen. Kann man einfach machen. Und zum anderen haben sie vor ein paar Jahren beschlossen, den wichtigsten Sektor, mit dem wichtigsten Sektor Verkehr, auszunehmen. Daraufhin hat der Verkehr es nicht gebracht. Und jetzt haben wir diese ganzen Diskussionen, Verbot von Verbrennungsmotoren und was weiß ich, was für ein totaler Blödsinn ist. Weil wahrscheinlich ist es sehr ineffizient, jetzt hier mit aller Macht jetzt schon Elektro zu fördern, was sowieso kommen wird. Man könnte wahrscheinlich für die paar tausend Euro, die sie jetzt bekommen für Subventionen für Elektroauto, könnte man wahrscheinlich viel mehr CO2 einsparen woanders. Und das sind halt so Beispiele. Da wird eben versucht zu steuern und zu machen. Man verzerrt sich Preissignale und dann sagt man, ja, es ist Marktversagen. Und das ist halt natürlich vielleicht politisch opportun, aber eigentlich nicht richtig. Und die Gefahr ist eben, desto mehr Leute das glauben, desto mehr werden Politiker noch eingreifen. Und wir wissen einfach, am Ende wird es schlechter für uns da sein. Ja, es wird schlechter für uns ausgehen, weil eben die Politik kein guter Unternehmer ist. Das ist einfach so. Die Geldflut der EZB ist da ja ein Glücksfall für jeden Politiker, der gestalten will. Jetzt ist alles möglich, ohne dass man durch knappe Kassen beschränkt wird, bei der Rente zum Beispiel. Ja, wenn man dazu sagen muss, ist es erst no free lunch. Es gibt es nicht umsonst. Und irgendwelche Folgen wird es haben. Aber später erst. Erstmal später. Aber es ist doch so, wenn neues Geld kommt, finden es alle super. Vor allem diejenigen, die das Geld das erste bekommen. Ja, es war in den letzten paar Jahren war es vor allem im Finanzsektor. Jetzt kriegen sie die Politiker. Die Politiker können Geld ausgeben, man muss nicht mehr sparen. Ein Politiker, der Geld ausgibt, ist immer beliebter als ein Politiker, der spart. Denken Sie an Herrn Schröder. Herr Schröder hat gespart, unbeliebt. Frau Merkel gibt aus, beliebt. So. Weil wir haben es auch schon diskutiert in einem anderen Gespräch früher, die schwarze Null gab es ja gar nicht. Das war ja auch nur eine Geschichte der Politik. Und in der Tat ist es so, die Notenbanken sind jetzt eigentlich schon gefangen in ihrer eigenen Politik. Ich sage mal so ein bisschen wie der Zauberlehrling von Goethe, nicht? Die haben die Geister gerufen und jetzt kriegen sie nicht mehr los, weil wir haben so eine hohe Schuldenlast. Wenn die Zinsen steigen, dann gehen die ganzen Schuldner pleite. Die ganzen Zombie-Unternehmen überleben nur, wenn Geld nichts kostet. Das heißt,
Sobald sie versuchen würden, Geld knapper zu machen, haben sie sofort eine richtig tiefe Rezession mit allen Problemen. Das heißt, können sie gar nicht. Und das nutzen die Staaten jetzt aus. Übrigens auch von den Notenbanken animiert, die ja sagen, wir können nichts mehr. Gebt ihr das Geld auch aus. Gebt ihr doch mehr Nachfrage. Warum wollen sie das? Weil sie natürlich alle darauf hoffen, dass es Inflation gibt. Weil Inflation könnte es eben leichter machen, mit der Schuldenlast umzugehen. Und in den letzten 10 Jahren haben sie es probiert, hat nicht funktioniert. Und der große Unterschied war einfach, es blieb einfach im Finanzsystem stecken oder floss in die Vermögenspreise. Also die Immobilienpreise, da gab es eine Inflation, aber eben nicht bei den Konsumentenpreisen. Und jetzt glaube ich aber, und jetzt, wo wir gerade heute sprechen, heute hatte die, also an dem Tag, wo wir jetzt diese Aufzeichnung machen, hat ja die EZB schon angekündigt, dass jetzt mehr grüne Investments tätigen würde. Und Klimaschutz ist ja ein ganz wichtiges Thema für die EZB. Und was sich da einfach abzeichnet, ist einfach die offizielle Begründung für den guten Zweck, weil wer könnte denn dagegen sein, etwas gegen den Klimawandel zu tun? Also für den guten Zweck, dass die EZB eben besonders großzügig das finanziert. Und wenn wir uns gleichzeitig uns die Ölheizung und die Verbrennungsmotor und anderes verbietet, dann haben wir im Prinzip das Szenario, wir schaffen mehr Nachfrage, wir geben das Geld dafür. Und dann glaube ich, könnte es durchaus sein, dass in den kommenden Jahren, also in diesem Jahrzehnt sicherlich, wir höhere Inflationsraten sehen werden, das ultimative Ziel. Ob die dann hoch genug sind, um die Schulden wirklich in den Griff zu bekommen, bin ich mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass wir trotzdem noch andere Maßnahmen sehen werden müssen, irgendwann mal, wie Schuldenschnitte, wie Vermögensabgaben, sind ja schon sehr populär bei einigen Politikern, dass solche Themen interessanter werden. Wobei, auch dazu noch ein Wort. Bei uns ist es immer sehr populär, über Vermögensabgaben zu reden. Wir sitzen aber mit anderen Ländern in einem Boot, was die Währung betrifft, Euro. Und die haben da ganz andere Herangehensweisen. Sie drucken lieber. Und was wir halt nicht machen sollten, ist bei uns Steuern und Abgaben erhöhen, egal für welche Bevölkerungsgruppe. Und dann die Währung mit jemandem teilen, der auf die EZB setzt und viel druckt. Weil das ist das, was ganz doof wäre. Und da habe ich dummerweise die Sorge, und ich habe, das ist dummerweise, ich habe die Befürchtung, dass unsere Politiker eben so unzureichend sich über die daraus ergebenden Gefahren für uns alle Gedanken machen. Lassen Sie das vorsichtig formulieren. Was schätzen Sie denn, wie hoch die Inflationsrate sein müsste, damit wir von den Schulden runterkommen? Also, es geht ja im Prinzip um Folgendes. Es geht darum ja, wie ist das nominale Wachstum der Wirtschaft, also das reale Wachstum plus die Inflation? Und was ist der nominale Zins? Darum geht es. Und man möchte idealerweise das nominale Wachstum deutlich größer haben als den nominalen Zins. Also machen wir mal ein Extrembeispiel, nur ein Rechenbeispiel. Wir haben 10% Nominalwachstum und 2% Nominalzins. Das ging natürlich nur dann, wenn die Notenbanken das wirklich massiv tief halten, eigentlich müsste die höher sein, hätten wir 8% Punkte Differenz. Und dann können wir sagen, diese 8% Punkte Differenz sinkt pro Jahr der Schuldenstand. Also wenn wir es ganz einfach machen, wenn wir 100% Schulden vom Bruttoinlandsprodukt hätten, also ganz banal, würden in dieser ganz einfachen Rechnung, würden dann die Schulden am nächstes Jahr eben um 2% gewachsen sein, das Bruttoinlandsprodukt aber um 10% gewachsen sein, weil die Schulden unter der Annahme eben, dass wir uns nur die Zinsen leihen und nicht mehr. Und dann hätten wir im Prinzip die Schuldenquote um 8%, also quasi diese Differenz runtergebracht. Das hängt ein bisschen ab, das wollen wir mal rechnen, das geht ja nicht genau. Mathematik, bevor jetzt die Zuseher sagen, und wenn es halt aber nicht richtig gerechnet stimmt, das ist ein bisschen so, das eine wächst halt schneller als das andere, beziehungsweise langsamer als das andere oder schneller und deshalb hat man einen Rückgang der Quote. Aber es müsste schon in der Größenordnung von 6, 7, 8% Differenz sein, damit wir von unseren hohen Schulden im Zeitraum von 10, 15 Jahren runterkommen. Weil schauen Sie sich an, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man es ja so gemacht, das nennt man finanzielle Repression. Da haben die Amerikaner, die Briten, die Franzosen das ja so gemacht, die haben im Prinzip die hohen Staatsschulden gehabt und haben dann lange Zeit im Prinzip die Sparer systematisch enteignet. Und das haben die dann gemacht über ein paar Jahrzehnte, also ungefähr von, weiß ich, 1950 bis in die 70er. Und dann ging es so auch, waren die Schulden relativ runter. Und das ist eben genau der Punkt. Desto geringer die Differenz zwischen diesen beiden Größen ist, desto mehr Jahre brauchen sie. Und das Problem, was wir halt jetzt haben, ist, dass die Demografie, die wir haben, und Sie haben schon Renten angesprochen, dass die Demografie dazu führt, dass vermutlich die Wachstumsraten gerade in Europa sehr gering sein werden. Einfach deshalb, weil die Zahl der Erwerbstätigen zurückgeht. Und dann haben wir das Problem einfach, dass wir das größten Teil des Wachstums, des nominalen Wachstums über Inflation hinbekommen müssen. Aber wir kriegen halt nicht so einen großen Unterschied. Wir haben vielleicht Zinsen von 0 und vielleicht haben wir 4% Inflation dann, aber es ist halt nicht so viel,
dass man sagen kann, jawohl, das Schuldenproblem ist in 2, 3 Jahren weg. So, das ist etwas, das länger begleitet. Also eine Rate von 6-7% wäre Ja, nötig. aber über lange Zeit plus gepaart mit dem Zwang, dass sie die Zinsen tiefer halten. Und das ist natürlich schwer, weil sie müssen sich einsehen, wenn die Bürger das verstehen, die Sparer das verstehen, dann flüchten die aus Geld. Dann sagen die, ich gehe aus dem Euro raus, ich gehe in andere Währungen hinein. Oder sie kaufen sich irgendwie dann doch noch Immobilien oder anderes und versuchen raus zu flüchten. Und das hat dann zwei Folgen. Die eine Folge ist eben, dass die Inflationsrate dann noch mehr anzieht, weil die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes hochgeht. Oder aber es setzt halt voraus, dass noch weitere Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel Kapitalverkehrskontrollen. Und jetzt sagen Sie, ah, Herr Stelter, Sie sind jetzt hier wieder der totale Doomsayer. Ja, das bin ich vielleicht gerade im Gespräch. Vielleicht hätten Sie mich eine Stunde später angerufen, wäre ich optimistischer. Aber im Kern ist natürlich schon so. Wir haben es ja alles. Schauen Sie, der Internationale Währungsfonds hat ja schon in den letzten Jahren zu allem publiziert. Er hat publiziert zum Thema Bargeldverbot. So, da haben sie gesagt, ja, wir müssen Bargeld einschränken wegen Geldwäsche und Schwarzgeld und so weiter. Und witzigerweise, auch das ist jetzt gerade aktuelles Thema wieder, in der EU sollen ja die Grenzen für Barzahlungen herabgesetzt werden. Oder es gibt digitale Euros, das ist genau dasselbe. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sollten auch noch eine Steuer einführen auf Bargeldtransaktionen. Das heißt also, wenn wir negative Zinsen haben, dass Leute sagen, Bürger, die Geld wieder abheben, wieder einzahlen, die müssen dann, wenn sie es einzahlen, kriegen den Abschlag auf ihrem Geld. Dann haben sie diskutiert, ja, es ist auch durchaus möglich, dass man Kapitalverkehrskontrollen macht. Also der IWF, der früher immer so freie Märkte, sagt jetzt, ja, es kann doch nötig sein. Das heißt, es wird intellektuell, wenn die ganzen Dinge auch vorbereitet, weil man ganz ehrlich ist, wie bei dir drüber plaudern und dass die in der EZB nicht wissen, was Sache ist, das glaube ich nicht. Ja? Und ich halte es eher für möglich, dass die deutsche Politik unterschätzt, was da passiert. Weil bei uns herrscht ja so ein bisschen der Glaube vor, wir haben ja Verträge und an die Verträge hält man sich auch und wir finanzieren die Staaten nicht und so weiter. Aber faktisch lassen wir es zu. Ich meine, ich denke daran, Griechenland, wenn Griechenland gemacht haben, war durch die Maastricht-Verträge nicht gedeckt. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und deshalb, ich würde halt immer appellieren, wir Deutsche müssen halt dringend daran denken, dass wir auch versuchen, unseren Wohlstand durch diese schwierige Zeit zu navigieren und möglichst zu retten. Und das können wir als Bürger versuchen, aber das müsste natürlich vor allem eine Aufgabe auch sein für die Politik. Und leider sehe ich keinen, der jetzt aufsteht und sagt, jawohl, das sind Gefahren, wir handeln, aber könnten wir ja. Bald ist Bundestagswahl. Angela Merkel wird ja nicht mehr antreten. Werden Sie sie vermissen? Komische Frage. Nein, also nein. Also, zum einen, ich glaube, es ist immer so, dass es gut ist, einen Wechsel zu haben. Ich persönlich bin auch eigentlich ein Fan von sogenannten Term Limits. Also, was ja in den USA ist, Sie dürfen zweimal Präsident sein, that's it. Sie können nur zwei Amtszeiten machen. Und ich fände es eigentlich gut, wenn wir solche Limitierung von Amtszeiten auch in Deutschland hätten. Ich gehe sogar so weit, das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, ich gehe sogar so weit, ich würde sogar die Anzahl der Legislaturperioden, die ein Politiker im Bundestag sein darf, begrenzen. Und zwar habe ich, glaube ich, habe, glaube ich, geschrieben, maximal 2 am Stück, maximal eine Summe 3. Und ich würde sogar noch so weit gehen und würde sagen, eigentlich sollte nur jemand im Bundestag sitzen, der vorher mal einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit oder aber eben selbstständig gewesen ist. Das heißt, er muss vor allem Erfahrung gesammelt haben. Weil desto mehr Leute wir haben, die im Prinzip reine Parteikarrieren machen, ohne Erfahrung mal in der, wie es in der Welt wirklich zugeht, halt tue ich mich halt schwer, wie die dann eigentlich die richtige Entscheidung treffen sollen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, es ist ein Randaspekt, es ist nicht der Kernaspekt, aber ich glaube in der Tat, der Wechsel tut gut und ich hätte mir früher einen Wechsel gewünscht. Wenn man sich Merkels Amtszeit anschaut, dann fallen vor allem die vielen Krisen auf, um die sie sich kümmern musste. Finanzkrise, Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Hat sie Merkels Krisenmanagement nicht überzeugt? Oder warum blicken wir auf 10 verlorene Jahre zurück, wie Sie sagen? Ja, gut, wir blicken definitiv auf verlorene 15 Jahre, würde ich sagen. Ich will mal eins sagen. Also, ja, es gab eine Fülle von Krisen. Und die Politik hat aus Sicht der Politik sehr gut reagiert auf diese Krisen. Und was meine ich mit sehr gut? Sie hat die Bürger, die hat die Zustimmung der Bürger. Das sieht man in den Umfragewerten. Frau Merkel ist hochbeliebt und so weiter. Das heißt, aus politischer Sicht war ihr Krisenmanagement höchst effizient und höchst effektiv. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass eben die Bürger eben nicht erkennen,
Wurde eine Krise gelöst oder wurde sie unterdrückt und verschleppt? Und leider überwiegt Letzteres. Also gehen wir mal durch. Finanzkrise. Fangen wir mit der Finanzkrise an. Finanzkrise war eine Krise ausgelöst durch zu viel Schulden und ein instabiles Finanzsystem. Ja, wir haben ein paar Banken gerettet, aber wir haben eigentlich nicht das getan, was wir tun müssten, das Finanzsystem richtig auf solide Basis zu stellen. Das war in Deutschland weniger ein Thema, aber in Europa auf jeden Fall haben wir es immer noch zu tun mit zu vielen Banken, die auf zu vielen faulen Krediten setzen. Also nicht gelöst. Eurokrise. Wir wissen, die Eurokrise ist eben eine Folge aus zu viel Schulden, aber auch einer auseinanderlaufenden Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben da ein bisschen was gerettet, in Anführungsstrichen, mit Griechenland. Wir haben denen im Prinip eigentlich Geld geschenkt. Die deutschen Politiker erzählen immer, wir würden damit Geld verdienen. Stimmt natürlich nicht, weil wenn ich mein Geld erst in 40 Jahren wiederbekomme, ein Euro in 40 Jahren ist deutlich weniger wert als ein Euro heute. Aber auch da hat die Politik die Grundprobleme nicht gelöst. Wir haben freuen uns, dass die EZB, im Prinip hat der Draghi die Krise beendet mit whatever it takes. Also Geld kostet nichts mehr. Die Sparer zahlen dafür einen hohen Preis. Aber so wurde der Euro stabilisiert und gerettet. Die Politik hat dann in Deutschland kritisiert die EZB, aber eigentlich versteckt sie sich hinter der EZB. Man hätte sagen müssen, wir brauchen Schuldenschnitte, man hätte sagen müssen, wir brauchen unter Umständen Parallelwährungen in einigen Ländern. Das wäre unpopulär gewesen, das wäre richtig gewesen. So haben wir da ein Problem, was immer größer wird und was uns irgendwann um die Ecke, um die Ohren fliegen wird. Gut, dann haben wir zwischendurch noch gehabt, das haben Sie gar nicht erwähnt, das war vielleicht keine Krise auf Fukushima, also die Atomkrise, da ist jetzt mal. Dann wurde ein eigentlich vernünftiger Ausstiegsplan der Vorgängerregierung abgeschafft. Da wurde im Prinzip die Laufzeit verlängert. Dann kam Fukushima und obwohl wir ja wissen, dass wir also keine Kraftwerke haben in Erdbebengebieten und schon gar nicht am Wasser, wo dann Tsunamis drohen, haben wir dann also über Nacht die Atomkraftwerke abgeschaltet und haben deshalb quasi den gesamten Fortschritt mit den erneuerbaren Energien, den wir ja erzielt haben, der schlägt sich nicht in der CO2-Bilanz nieder, weil wir einfach CO2-neutrale Energie abgeschaltet haben und ersetzt haben und deshalb viel mehr Kohle haben verbrennen müssen. Also es war also schlecht fürs Weltklima, es war schlecht für unsere CO2-Bilanz und hat dann eben die Folge, dass wir heute noch weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Stichwort Kohlekraftwerke, wo die Frage eben aufkommt, irgendwann mal nach dem Motto, kann es nicht sein, könnte unter Umständen das Risiko entstehen, dass wir in 2, 3 Jahren vielleicht nicht mehr so ein stabiles Stromnetz haben. Also ich bin vorsichtig, aber zumindest was ich so verstehe, ist das nicht so richtig ausgemacht, dass das funktioniert. So, dann war das nächste Thema, war dann eben über Jahre hinweg haben wir im Dublin-Abkommen die Länder an der Grenze in den Stich gelassen, also Italien. Und dann gab es eben diese Bewegung, diese Migrationsbewegung. Und dann wurde plötzlich auch Kommando zurück im Alleingang, wurde dann entsprechend gehandelt. Anfangs sicherlich humanitär berechtigt, danach hätte man wahrscheinlich früher auf die Bremse gehen sollen. Hatte so als Kollateralschaden von dieser ganzen Flüchtlingsbewegung auch noch den Brexit an der Backe, wo man auch sagen muss, nach dem Motto, naja, wäre man den Briten, da bleibe ich dabei, wenn man den Briten entgegengekommen beim Thema Zuwanderungsbegrenzung damals, was sie ja damals wollten, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgegangen. Auch da hat Frau Merkel nachhaltig gegengesteuert. Ja, und jetzt haben wir Corona. Und ich meine, bei Corona werden wir ja sehen. Wir werden ja sehen, wie es im September dann gesehen wird. Ich glaube, also ich muss einfach sagen, bis in den ersten Lockdown, das war alles noch ganz witzig. Da war man, man ist mit der Familie mehr zusammen und das ist ja ganz schön. Und da kann man sagen, jetzt mittlerweile muss ich sagen, naja, gut, jetzt haben wir fast Februar. Wir haben jetzt fast 12 Monate mit Corona zu tun. Wir wussten aus der Historie, spanische Grippe und anderem, dass weitere Wellen drohen. Und das diskutieren wir in Talkshows immer noch, warum wir die Altenheime nicht richtig schützen, warum da nicht jeder getestet wird, warum es nicht ausreichend FFP2-Masken gibt, warum wir nicht ausreichend sonst testen können. Ich meine, Sie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, heute Abend zum Freund gehen würde, kann ich doch sagen, okay, ich mache einen Schnelltest selber und er auch und dann kann man checken, wie es ist. Wird alles nicht gemacht. Da frage ich mich schon, hätte man da nicht das Land besser vorbereiten können, weil vor allem Lockdowns extrem teuer sind und kosten Deutschland 4 Milliarden Euro. Ja, und dann Impfstoff. Ich meine, Impfstoff, da heißt es immer, ja, wir wussten ja nicht, welcher Impfstoff funktioniert. Das muss man aber nicht wissen. Wenn man weiß, dass man pro Woche 4 bis 5 Milliarden Euro Schaden hat, allein in Deutschland, auf die EU bezogen, nehmen wir das mal 5, reden wir von 20 Milliarden. Dann kann ich eigentlich alles ausgeben für Impfstoffe und es ist immer noch ein Geschäft. Ich habe es mal vorgerechnet, wenn wir 100 Euro rechnen für die Impfstoffe, was wir überhaupt kosten ja gar nicht. Für jeden Deutschen kostet es 8 Milliarden, das ist der Schaden von 2 Wochen.
Also es gibt keine Notwendigkeit, da zu geizen und darüber hinaus heißt es, ja, aber die Kapazitäten sind nicht da. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe natürlich ganz klar, wenn ich das Unternehmen, was einen Impfstoff entwickelt, ich habe ein paar Risikofaktoren. Erstmal klappt das, dann wird es gekauft. Und in welcher Menge wird gekauft? Und dann muss ich wohl, wenn mir jemand hinkommt und sagt, ich garantiere euch bestimmte Abnahmemenge und ich zahle euch die Kosten für den Aufbau der Produktion, auch wenn ich sie dann nicht nutze, weil euer Impfstoff nicht funktioniert, dann wäre ich genau bei dem Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich sozusagen die Qualität sicherstellen, hätte alles funktioniert, dann hätten wir heute alle Impfstoffe. Und die Briten, witzigerweise, die Briten haben genau das gemacht. Die Briten haben für einen Zeitraum von 18 Monaten eine Produktionsfabrik schon gesichert sich für die Produktion des AstraZeneca-Impfstoffs. Wir sichern jetzt schon die Produktion. Ihr seid doch gar nicht so weiter. Wir sichern jetzt die Produktion, damit wir es dann haben. Und das hätten wir machen können, das ist banal. Und ich verstehe halt nicht, also es verschließt sich mir, wie man, wenn man die ohne große Krise hat, was ich machen kann. Und dann komme ich zu meiner Quintessenz und sage, es scheint aber keinen zu stören. Wenn Sie Umfrageergebnisse anschauen, es scheint keinen zu stören, dann so be it. Und insofern, es hat die Politik vollkommen recht, aus Sicht der Politik ein rationales Verhalten. Die Bevölkerung findet es gut, sagen die Politik ist, die Bevölkerung ist gut, wird gewählt und damit ist das Hauptziel erreicht. Ich persönlich hätte mir eine bessere Politik gewünscht. Umso stärker wird jetzt der Nachfolger von Angela Merkel gefordert sein. Sie werden ja nicht müde, den Finger in die Wunde zu legen. Und Sie haben ja auch gerade einige Beispiele für Fehlentwicklungen genannt. Was sind jetzt die drängendsten Probleme? Wie müsste ein 100-Tage-Programm der neuen Regierung aussehen? Oh, 100-Tage-Programm. Also ich glaube, wir brauchen, ja gut, ob es in 100 Tagen alles geht. Also es gibt verschiedene Aspekte. Wir brauchen nochmal Kassensturz. Wir müssen einmal sagen, wo sind wir eigentlich? Also zum Beispiel auch zum Beispiel Klimaschutz und Energiewende. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie viel wir ausgegeben haben. Wir wissen eigentlich gar nicht, wofür wir heute Geld ausgeben. Es gibt so verschiedene Töpfe, es ist völlig intransparent. Wir wissen nicht, was die wirkliche Verschuldung des Staates ist. Das sagt nicht ich, das sagt die Bundesbank. Die Bundesbank hat gesagt, es ist unmöglich zu sagen, wie hoch die Staatsverschuldung Deutschlands ist, wegen der verdeckten Verbindlichkeiten für Pensionen, für Gesundheitsversorgung, für Renten. Wir brauchen mal einen Kassensturz. Wir müssen die Buchhaltung umstellen. Wir müssen umstellen von dieser Kameralistik. Die Politik sagt immer nur Einnahme, Ausgabe. Ich habe dieses Jahr mehr oder weniger ausgegeben, als ich eingenommen habe. Ja, schön, gut. Eigentlich brauchen wir eine ordentliche Bilanz, die jedes Unternehmen eine ordentliche Bilanz erstellt. Und wir brauchen eigentlich mal einen Ansatz, wo wir sagen, wir versehen Gesetze mit einem Verfallsdatum. Es gilt nicht alle Gesetze. Wir bauen nicht immer Gesetze, Gesetze, Gesetze. Sondern wir haben Verfallsdatum, wir müssen eben hingehen, müssen auch immer wieder prüfen, lohnt es sich, dieses Gesetz zu verlängern. Das sind die ersten Maßnahmen, wir müssen im Prinzip wirklich hingehen, müssen sagen, wir verändern mal den Fokus auch der Diskussion. Heute ist das Narrativ ja, der Staat kann alles besser, der Markt hat versagt, die Politik muss jetzt den Klimawandel bekämpfen. Wir haben Narrative, die immer erzählt werden. Ich würde mal einen Schritt zurück und würde sagen, was haben wir eigentlich? Wir sind ein Land, unser Ziel ist, den Wohlstand der Bevölkerung zu erhalten und zu mehren. Wie machen wir das? Wo kommt Geld rein? Das hat was zu tun mit, wie viele Leute arbeiten, wie produktiv sind die, wie bilden wir die aus, wie ist die Infrastruktur, die ganzen Themen. Und wofür geben wir Geld aus? Wir geben Geld aus für soziale Gerechtigkeit, wir geben Geld aus für die alternde Bevölkerung, wir geben Geld aus für unsere Rolle in der Welt, Bundeswehr, Entwicklungshilfe, Hilfe wirklich auch in der Welt, wegen Fluchtursachenbekämpfung und ähnliches. Und wir haben auch andere Themen wie das Thema Klimaschutz, wie viel können wir dafür ausgeben? Wirklich mal zu sagen, wie viel geben wir eigentlich dafür aus, statt inkrementell, mal hier mal eine Milliarde, da mal eine Milliarde und das ist immer nicht richtig durchrechnet. Und zum Schluss, letzter Punkt ist, wir müssen uns als Land darauf einstellen, dass wir eben in einem Umfeld kommen werden, wo es Verteilungskonflikte in Europa gibt, wo die Inflationsrate deutlich zunimmt, was im Prinzip die Deutschen mit ihrer Art zu sparen besonders trifft. Und darum würde ich sagen, wir müssen auch darüber nachdenken, eben eine Art Staatsfonds aufzulegen, also nicht staatlich organisiert, um Gottes Willen nicht der Scholz, der unsere Ersparnisse managt, um Gottes Willen, sondern wirklich mal sagen, wir bauen eben Vermögen gemeinsam auf, international diversifiziert als Deutsche, so wie es die Norweger machen. Und ich habe es in einem, glaube ich, im früheren Gespräch schon mal erwähnt, hätten wir Deutsche unser Auslandsvermögen von 2009 bis 2018 so angelegt wie die Norweger oder die Kanadier, hätten wir pro Kopf 30.000 Euro mehr Vermögen. Und wenn wir dann noch wissen, dass der Medianwert bei 70.000 liegt, dann wissen Sie, dass es fast 50% mehr Vermögen ist. In die Richtung müssen wir gehen. Wir brauchen ein ganz anderes Mindset. Statt klein-klein brauchen wir ein Mindset. Wie können wir es schaffen, auch gerade angesichts der Alterung, in einem Land zu sein, was weiterhin wohlhabend ist, was gerecht ist und was seine Rolle in der Welt wahrnehmen kann? Und diese Frage muss mal beantwortet werden. Und das passiert meines Erachtens gar nicht. Insofern, ich fürchte, wer immer im Oktober dann im Kanzleramt einzieht. Ich fürchte, es wird weiter klein-klein bleiben. Dabei bräuchten wir dringend diesen fundamentalen Kassensturz und ich würde es wirklich sagen, Neustart für das Land in unser aller Interesse. Wenn man Sie jetzt fragen würde, ob Sie als neuer Minister in das Kabinett einziehen wollten. Ja,
Also ich hätte es in meinem beruflichen Leben viel weitergebracht, hätte ich ein eher politische Fähigkeiten. Das ist nicht meine Stärke, das sollen andere machen. Weil ich glaube, am Ende ist es doch, Politik ist durchaus auch, ja, gut, ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, was einen anderen Skillset voraussetzt als dem meinigen. Herr Stelter, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare.